Okay. Bumm. Hilfe. Oh. Alter. Hilfe. Ich glaube, das Ding mu muss ich da langklettern, während das in Bewegung ist. Weil ich brauche das auf der anderen Seite nochmal. Das darf gar nicht stehen. Ah, verdammt. Ich brauche das auf der anderen Seite noch, das Teil. Aber warum kann ich das anhalten, wenn ich es nicht möchte, dass das anhält eigentlich? Ich guck mal, vielleicht ist da oben ja irgendein Teil noch, was mich schützen kann. Ich sehe aber nichts und den Weg darüber schaffe ich nicht ohne Schutz. Es ist in der Tat schwierig. Okay, wenn wir draußen sind, während der Dingens kommt, dann wird das Geräusch auch leise, lauter. Hübsche Rolle. Das heißt, das Teil muss wirklich in Bewegung sein. Oh nee. Ist ja das richtig hässliches Timing. Okay, es kommt Robotergeräusche. Bumm. Okay, perfekt abgepasst. Das war sehr gutes Timing. Bumm. Bumm. Okay, das Teil hat eine längere Aufladerate. Das heißt, ich zünde es jetzt. Rauf da. Und hoch da. Oh, puh. Meine Güte. Und hier sind Crash-Test-Dummies. Wenn ich das richtig sehe. Und so ein Ding, mit dem man sich schützen kann. Ich denke, dieser Schalter macht irgendwie die Dingens auf. Und ich warte mal ganz kurz einen Bumm ab. Bumm. Und dann dahinter. Ja, die werden jetzt alle weggeballert. Wow. Was ist das für ein Teil, was so etwas verursacht? Was zur... Oh. Okay. Ich verstehe, die gelbe Linie hält mich am Leben. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall hinter der gelben Linie bleiben. Aber warum baut man so etwas? Und warum baut man dann solche komischen Schiebeplattformen und keine halbwegs sicheren Gänge? Oh, das ist knapp. Okay, ich weiß, es ist wieder so eine Sache, die auf den Millimeter genau getimt werden muss. Ich denke mal, es reicht, wenn das noch so ein bisschen irgendwie auf der gelben Linie ist. Das heißt, ich gucke, dass ich bis hierhin und jetzt warte ich einen Ping ab. Boah, das ist knapp. Okay, alles gut. Alles easy.
Was bist du? Irgendein Greifarm. Den muss ich wahrscheinlich wieder als Schutz benutzen. Und natürlich sterbe ich kurz vorm Ende. So ein Ärger. Okay, ach nee, jetzt muss ich das nochmal machen. Aber eben habe ich das ganz gut gehabt mit dem Timing. Das kriege ich auch nochmal hin. Perfekt, okay. Sliden, 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 ganz schnell. Oh, puh. Das war hart. Da stottert sogar die Musik vor lauter Fröhlichkeit, dass es endlich vorbei ist. In Klammern hoffentlich. Was ist hier los? Ah, puh. Da hätte ich jetzt wirklich keine Lust drauf gehabt, das noch länger zu machen. Und einfach, ich fühle mich wie bei Portal mit den Fahrstühlen. Hast du eine Testkammer und dann bringt dich der Fahrstuhl zur nächsten. Warum hat das ganze Zeug hier überhaupt Strom? Wir haben schon Ewigkeiten keine lebendige Menschenseele mehr gesehen. Nur diese Zombies. Oh. Was zur... Nein. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, bitte hab Notbremsen. Hilfe. Ich komme hier nicht raus. Doch, komm ich. Kommt nicht ertrinken. Oh, boah, ich dachte schon, er ertrinkt gerade. Oh. Ja, da hast du recht, da darfst du erstmal verschnaufen. Mein gemeine Güte. Was ein Abschluss. Boah. Hier kann man sich wieder hochboosten und da ist eine Wand, okay. Ich sehe auch schon, wo ich hinspringen muss. Weil nach wie vor die Frage ist, warum baut man solche Dinger? Warum haben die hier keine Treppen? Und hops. Hier sind tonnenweise Kartons. Okay, das ist wieder eine dieser Timing-Sachen. Ganz nach oben. Loslassen, lossprinten. Und First Try. Das ist purer Skill. Jetzt kommt ein Hund und frisst mich. Direkt. Nee. Ich würde gerne diese ganzen Türen hinter mir zumachen. Auch nicht. Na, ich will kein Wasser. Na, immerhin ist das Wasser nicht tief. Ich habe nichts gesagt. Immerhin gibt's hier keine. Ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Ich halte meine Klappe. Also mit dem ganzen Wasser hier hat das schon fast was von Soma. Okay, und hier haben wir Boost-Plattformen wieder. Ey, ich kann auf dieses Ding springen. Warum auch immer ich das tun wollen sollte. Ich denke, wir werden gleich einen Grund dafür kriegen. Ich sehe schon, was wir machen. Das sind Schnüre da, oder? Keine Ahnung, irgendwie das erste Mal hat dieses Viech verschreckt gewirkt, aber nicht bösartig. Deswegen habe ich auch erst gedacht, vielleicht ist das lieb, aber... Es ist sehr seltsam, was das sein soll.
Diese Schnüre sieht aus wie Bauchnabel. Die Nabelschnur. Aber sie hat drei davon. Oder S. Wobei, das könnte ja ein Mensch sein, gewesen sein. Naja. Ich sehe schon, was wir hier machen müssen. Ziehen. Ziehen. Jump. Zack. Aber das heißt, es gibt mehr als eins von diesen Dingern. Das ist irgendwie eine der Sachen, die mir nicht gefallen möchte. Ich denke mal, die werden uns alle angreifen. Also dem Jungen würde ich spätestens jetzt empfehlen, sich nach einer Taschenlampe umzugucken, die wasserfest ist. Und ich wette, wir werden... Ja. Da rein können. Gibt es einen anderen Weg? Natürlich nicht. Oh, ich will da nicht rein. Prepare to die. Hallo. Ich krieg keine Luft, Moment. Holt der da Luft oder holt der da keine Luft? Ich hoffe, der holt da Luft. Tust mir etwas? Nee, du ignorierst mich völlig. Es ist jetzt nicht so unbedingt eine Sache, die ich schlecht finde, ehrlich gesagt. Sei natürlich, du hilfst mir hier rauszukommen, dann mag ich dich, aber... Deine Schwester hat mich angegriffen und du greifst mich jetzt auch an. Warum lassen die sich aber immer so viel Zeit mit dem Angreifen? Natürlich ist das ja auch nicht das Ende. Ich denke mal, mit Schaukeln kann ich mich zumindest nach vorne boosten. Auch wenn ich absolut keine Ahnung habe, wo ich von da aus hin muss. Geronimo. Ich muss zum nächsten Kabel. Alles klar. Klettern. Sobald ich meine Füße auch nur einen Zentimeter im Wasser habe, wird das Ding, das Viech ja halt, ich kann hier hochklettern. Ich will nicht weiterspringen. Ich muss nicht weiterspringen. Aber scheinbar können die auch nur im Wasser leben, die Dinger. Okay, ich sehe da unten eine Tür. Da werde ich durch müssen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich tiefes Wasser und so nicht mag? Vor allem nicht, wenn langhaarige Dinger da drin rumschwimmen. Mach die Tür hinter dir zu. Mach doch die Tür hinter dir zu. Ah. Verdammt. Die ziehen einen runter und ersaufen einen. Warum hat er die Tür nicht hinter sich zugemacht? Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob ich die Tür zumachen soll oder einfach weiter. Ich glaube, ich werde es mit einfach weiter probieren. Okay, direkt hoch. Und hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Diese komischen Schnüre hat sie aber immer noch an sich. Ich weiß auch nicht, warum ich sie sage, übrigens. Oh nee, und es geht noch weiter. Ich drück gerade meine Finger platt. Okay. Schwimm, 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 schwimm. Okay. Sorry, aber ich habe echt keine Lust, mit dir zu kuscheln. Normal gerne, aber gerade nicht. Okay, da kann ich nicht hoch.
Und da will ich wahrscheinlich nicht lang, bevor ich nicht auf den roten Knopf gedrückt habe. Und bitte mach das Wasser nicht höher, sondern mach es weg. Damit habe ich nicht gerechnet. Halt, das Ding wird abfallen. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wofür das gut sein kann. Wenn ich mich ganz unten dran hänge, kann ich so dieses Viech bestimmt so ködermäßig. Weiter weg triggern. Irgendwie, dass ich mehr Zeit auf habe, um zum nächsten Punkt durchzuschwimmen oder so. Also wird zumindest meiner Meinung nach Sinn ergeben. Es springt auch ein bisschen aus dem Wasser und lässt sich dann wieder nach unten treiben. Es müsste jetzt eigentlich ein Stück weiter weg sein. Ganzes Stück sogar. So, und jetzt geht das lustige Schwimmen um dein fucking Leben von vorne los. Und ich glaube, ich möchte diesen Knopf drücken. Shift, 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 Shift. Und natürlich aktiviert sich die Tastenkombi und ich bin tot. Nein, nicht mal. Ach komm. Fick dich, Windows. Fick dich, ganz ehrlich. Niemand jemals wollte diese Scheiß-Tastenkombination, diese Shift-Einrast-Funktion aktivieren. Und trotzdem jedes verdammte Mal. Es gab schon einige Spiele, wo ich das hatte. So, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass mein Ansatz richtig war. Und dass es egal ist, wie schnell ich auf Shift drücke. Ich muss nur den Knopf treffen. Oh, put, 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 put. Hier gibt's lecker kleinen Jungen. Ja, das war perfekt. Noch weiter weg geht nicht. Ich hätte es vielleicht doch nicht auf Shift legen sollen, aber das ist so angenehm irgendwie. Dann kann man es mit dem kleinen Finger immer da drauf drücken. Okay, also ich möchte erst nach unten. Dann nach rechts, dann den Knopf drücken, dann weiter runter. Und dann habe ich das Ding ausgesperrt. Oh. Meine Nerven. Sehr gut. Das Ding sieht aus, als wäre es nicht sehr stabil. Und das Teil da vorne sieht übrigens auch aus, als würde es jetzt, wenn ich gleich drauf lande, abbrechen und ich müsste mich an dem Seil da festhalten. Wenn ich nicht sterben will. Deswegen lasse ich mich so weit springen, wie es möglich ist, dann kann ich direkt ans Seil. Oder so. Okay. Ich will auf jeden Fall raus aus diesem Unterwasser-Ding hier und die schießwütigen Menschen waren mir mittlerweile sogar lieber fast. Okay. Nein. Nein, auch bitte nicht. Oh nein. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ja, da ist eine Luke. Das ist großartig. Die kann ich bestimmt auch noch öffnen. Ja, natürlich. Oh, ach Mann, ey. Du komisches Kackvieh, geh weg. Ich will nicht mehr. Das Unterwasservieh ist doof. Komm, mach auf. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hin muss, aber. Yay. Ja, wieder ein Schalter. Was man auch immer der tut. Tor öffnen. Ja, das ist unmöglich, da durchzukommen.
hör doch auf, mich zu ersaufen.